Yo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft in der 1.20 aus dem End. Die zweite Folge nach dem Drachenkampf und wir haben uns in der letzten Folge eine Schalkerbox schon gemacht. Ne? Wir haben auch eine Endertruhe gehabt, wo wir schon ein bisschen was reingepackt haben. Wir machen uns so weit wie möglich noch weitere Schalkertruhen und ich würde sagen, wir looten hier noch ein bisschen. Ne? Wir haben ja diese Endcity und dann haben wir ja auf jeden Fall noch eine gesehen und da sollten wir, denke ich, auf jeden Fall, solange wir hier am End sind, ne? Wenn wir einmal hier sind, noch ein bisschen was mitnehmen, auf jeden Fall. Genau, gut. Und jetzt geht's weiter hier. So, wo ist denn jetzt der Kollege, der uns hier die ganze Zeit schon voll labt? Ah, okay, da drüben ist er. Und hier ist auch einer. Den können wir uns natürlich mit einem Schwert holen, ne? Sehr gut, da kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr. Haben wir jetzt... Ja, der hat gedroppt, aber ich glaube auch nur eine, ne? Gut, aber wir könnten uns schon mal eine weitere machen. Da drüben ist unsere Werkbank. Die holen wir uns mal fix. Nehmen wir uns gleich ein paar Steine mit hier, ein paar Ziegel, ne? Netherbricks. Purpurblock. Okay. Netherbricks, sag ich schon, ne? Endbricks sozusagen. Die können wir uns ja aus dem Zeug auch schmelzen hier. Glaube ich zumindest. Ja, weiß ich jetzt gar nicht genau, ne? So, auf jeden Fall können wir uns noch eine weitere Schalkerkiste machen. Wenn wir zu Hause sind, färben wir die dann ein, so dass wir immer die Schalkertruhen zuordnen können. Da sortieren wir dann ein bisschen. So, hier haben wir ja die Endertruhe, da haben wir das Drachenei auch drin und so weiter. Ne? Hier die Rüstung, die wir schon gefunden haben in der letzten Folge. Diamantstiefel mit Schutz 4. Ein Diamanthelm mit Wasseraffinität, dass wir unter Wasser schneller abbauen können. Und eine Eisenhose mit Haltbarkeit 3 und Schutz 4. Auch nicht schlecht. Und hier die Schaufel mit Haltbarkeit 3. Da können wir auch damit arbeiten. So, hier nehmen wir uns mal die Lichter mit. Tja, wir müssen ja dann wahrscheinlich auch wieder weiter ein Stück nach oben, ne? Aber da können wir uns ja dann rüberbauen. Das sollte kein Problem sein. Alter, wo schießen die denn überall? Naja, super. Okay, das war's schon. Wir sollten mal was futtern, ne? Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, so wie beim Drachen. Ja, da habe ich wieder ein bisschen dran zu knabbern, weil, ja, einmal nicht konzentriert und weg, ne? Aber gut, das ist halt passiert und ja, ist auch authentisch, ne? Oh Mann. Ist halt auch authentisch. Aber das nächste Mal, wenn wir gegen Drachen antreten, dann werden wir uns Mühe geben. Das ist diesmal nicht passiert. Bäh.
Ja, wie kommen wir da jetzt raus? Wird schwierig, ne? Das wird schwierig. Alter, jetzt hat mich doch wieder eins getroffen. Das kannst du keinem erzählen, ne? Die da drüben ist ja schon mal tot. Das ist bloß noch die jetzt hier, ne? Nein. Ah, okay, hier sind wir geschützt erstmal. Ja gut, wir müssen dann eh noch ganz hoch, ne? Aber wir können ja erstmal rüber gehen. Oder looten wir doch erstmal hier drinnen fertig. Das ist vielleicht doch sinnvoller, ne? So. Genau, da sind ja Stufen. So, wir müssen jetzt irgendwie sehen, dass wir an die Leiter kommen. Nehmen wir uns den Endstein. Ja, ich glaube, irgendwie können wir den Endstein hier zu den Blöcken machen, ne? Ich meine, das geht. Gut, wir können uns auch einfach hochbauen, ne? So, ist hier oben noch irgendwas? Ja, hier geht es auf jeden Fall weiter, ne? So, wie komme ich denn jetzt daran? So geht das. Boah, geht das hoch. Na komm, wir gehen erstmal ganz hoch am besten. Oh, das höre ich nicht so gerne, ne? Wo ist denn der? Ach, da oben. Mist. Naja, gut. Okay. Gut, hier sind wir geschützt. Da fallen wir nicht ganz so tief. Aber sonst ist hier gar nichts mehr weiter, ne? Wir kommen natürlich von hier vielleicht drüben auf den Turm. Das ist natürlich vielleicht ganz
Ganz gut so, da können wir uns von oben nach unten arbeiten und hier können wir uns oder müssen wir uns ja dann aufs Schiff rüberarbeiten, ne? Ja, ich würde sagen, wir bauen uns hier rüber. Gut, ich springe einfach von hier hoch. Warte mal, wenn ich mit der Axt, dann kriege ich ja die bunten Glaswürfel hier, die bunten Glasblöcke gedroppt. Das ist gut. Wenn ich da eine Enderperle rüberschmeiße, ob das cool ist, ich probiere es einfach mal. Ich probiere es mal. Wo ist denn Lalala? Die sind alle hier drinnen, hä? Warte mal, wollen wir uns mal ganz hochbauen? Gut, aber keine Schale, ne? Und hier ist auch nichts weiter. Nur eine coole Aussicht. Und Banner könnte man sich mitnehmen, ne? Werden wir gleich mal nachschauen. Komme ich gar nicht ran, ne? Okay, der ist gedroppt. Der nicht. Die holen wir uns noch. Gut. Wollen wir uns das Glas noch mitnehmen? Ich kann wieder alles gebrauchen, ne? Da brauchen wir uns selber keins machen. Ist doch gut, ist doch cool. So, wo ist mein Wassereimer? Hier ist noch ein Banner. Okay. Hier liegt einer. Ah, die stacken nicht, ne? Doch, die stacken sogar. Ich dachte, die stacken nicht, aber gut. Wo sind denn die? Hat der wenigstens gedroppt? Weiß ich nicht. Da ist die. Da ist die. Die hat gedroppt. Alter, jetzt reicht's aber.
Na, warte. Die Axt sollten wir uns natürlich nicht ganz kaputt machen, ne? Weil können wir halt noch gebrauchen. Tja, das Blöde ist, dass wir mit dem Bogen das Schild nicht nutzen können, ne? Die hat wieder nicht gedroppt. Doch. Sehr gut. Aber ich glaube, da kriegen wir mit dem Looting-Schwert, also mit der Looting-Verzauberung nicht mehr raus, ne? So wie das aussieht. So, haben wir jetzt hier alles? Oder wie war das jetzt? Ne, da drüben sind ja die Fenster schon raus. Also da waren wir auch schon. Das heißt, wir könnten mal gucken, ob hier vielleicht drunter noch was sein könnte. Ja gut. Ja, ich werde es dann mal langsam gut sein lassen. Das hier noch. Weil die Axt leidet da ganz schön, ne? Ist ja halt eine Goldaxt. Die halten nicht lange aus. Gut, das war nicht so nice. Gut, dass wir Federfall haben. Jetzt muss ich wieder die ganze Strecke hochlaufen, wa? Da ist das Schiff, da müssen wir hin. Vorher klauen wir uns mal die Endrods. Okay. Wir haben ganz paar Blöcke. Da müssten wir ein ganzes Stück weit damit kommen, aber vorher sollten wir natürlich die Schalker da drüben erledigen. Dass so gut geht. Okay, das war zu hoch, definitiv. Mist. Bogen ist gleich kaputt, ne? Okay, Nummer 1 ist weg und die Schale auch. Okay, gut, dann können wir uns jetzt rüberbeugen.
Ist erstmal keiner mehr zu hören hier irgendwo, ne? Da unten ist unsere Wegmarkierung und da ist die Brücke. Okay, wir sind da. Das ist schon mal gut. Von da sind wir gekommen, ne? Und da ist halt nochmal eine City. Da müssen wir uns überlegen, ob wir da nochmal hingehen oder nicht, ne? Weil, wenn der Bogen kaputt ist, dann ist das vielleicht ein bisschen Unsinn. Das grenzt dann an Selbstmord. Ich sehe die Elytra, Leute. Seht ihr sie auch? Ach nee, komm, wir können uns den auch so holen. Haben wir. Die Elytra und wir haben noch zwei Truhen hier. Da gucken wir jetzt rein und dann haben wir ja auch immer noch können wir uns ja wieder zwei weitere Schalker-Truhen machen. Okay. Schmiedevorlage, Turm, Spitzenrüstungsbesatz. Das haben wir glaube ich schon, ne? Aber gut. Das probieren wir dann auf jeden Fall auch aus. Ich bin mal gespannt. Oh, eine Eisenspitzhacke, die ist genauso wie unsere, ne? Glück 3 und Effizienz 5. Hier haben wir Effizienz 4, aber okay. Nicht schlecht. Feuerschutz 3, Atmung 2, Haltbarkeit 2. Ja, das ist gut. Das andere ist aber auch ein Helm, ne? Mit der Wasseraffinität. Ja, gut. Können wir auf jeden Fall auch mal jede Menge Schiffswracks looten und auf Schatzsuche gehen und sowas. So, da wird es bald Zeit, die Schalker-Truhen rauszuholen. Oh yes. Haltbarkeit 3. Effizienz, Behutsamkeit, Haltbarkeit. Damit können wir uns vielleicht auch die Ender-Truhen abbauen, ne? Und 7 Diamanten. Was ist hier? Rückstoß 2 und Nemesis der Gliederfüßer. Nehmen wir alles mit. Schutz 4. Fluch des Verschwindens, Fluch der Bindung. Ist das nicht widersprüchlich? Effizienz, Behutsamkeit. Oh, nice, Leute. Die Spitzhacke ist das geilste. Und die Elytra natürlich. So, dann würde ich sagen, holen wir uns die Schalker-Truhen erstmal raus. Beziehungsweise eine erstmal. So, und dann können wir schon mal ein bisschen was wegpacken. Kann ich eigentlich eine Schalker-Box? Nee, die kann ich nicht in eine Schalker-Box packen. Aber das ist ja nicht so schlimm. So. Ja, wir gucken erstmal noch. Hier haben wir alles rausgeholt. Gut. Haltbarkeit 3. Coole Spitzhacke. Eigentlich alles cool, ne? Alles richtig feine Sachen. Und erstmal hier rein. So. Gut, gut. Nehmen wir uns die beiden Truhen noch mit. Und machen uns gleich noch zwei Boxen. Zwei Schalker-Boxen. Das sieht auch gut aus. So. Die Elytra, die machen wir auch noch in die okay. Wir haben eine Elytra. Ist das cool. Die werten wir uns zu Hause noch auf und dann können wir endlich fliegen. Machen wir uns ein paar Raketen. Und dann halt auch eine Mob-Farm und eine Eisenfarm und so weiter. Ja, ich denke mal, die Eisenfarm wird als erstes drankommen.
Einen Rahmen und die Elytra. So. Wie gut. Dann nehmen wir uns die wieder mit. Haben wir jetzt hier alles drin? Ja. So, jetzt sehen wir aber auch hier bei der, ne, was hier alles drin ist. Die können wir, glaube ich, auch sogar benennen. Da gucken wir uns ein andermal danach um, wenn wir dran denken. Ist manchmal nicht so einfach. Was haben wir hier oben noch? Ein Baustand. Hier ist was drin, ne? Direktteilung 2 und nochmal Direktteilung 2. Sehr gut. Können wir nicht stapeln. Und den Braustand, den könnten wir uns mitnehmen, ne? Den braucht ja hier keiner. Ja, nehmen wir definitiv mit. Ist der jetzt kaputt gegangen? Hätte ich den mit einer Spitzhacke? Wahrscheinlich, ne? Das ist ja doof. Ja gut, wieder eine Erfahrung mehr. Und hier ist der Drachenkopf, Leute. Den nehmen wir uns auf jeden Fall auch noch mit. Den nehmen wir uns auf jeden Fall mit, ne? So, da müssen wir bloß sehen, dass wir da irgendwas drunter bauen am besten. Denn das ist ja die Galionsfigur sozusagen. Und da wollen wir ja sehen, dass der nicht runterfällt, ne? So. Müsste eigentlich schon gehen, aber sicherheitshalber mache ich auf der anderen Seite nochmal dasselbe. Und vielleicht sogar hier vorne auch nochmal. Dann holen wir uns das gute Stück. Yes, da ist er, der Drachenkopf. Nice. Das gefällt mir. Gibt es da oben noch irgendwas eventuell? Gute Frage, ne? Kommt man hier mit einer Leiter hoch? Ja. Okay, hier ist aber nichts, ne? So, die City haben wir gelootet. Die haben wir eigentlich komplett durchgelootet. Ja, ich überlege zwischen den Folgen nochmal, ob wir uns dort noch mal hinwagen sollten oder ob wir das uns lieber mal für ein andermal aufheben. Na, ich denke, zu lange im End ist ja vielleicht auch nicht so nice für euch. Ne? Ihr könnt mir ja gerne mal an dieser Stelle eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich bin aber ein bisschen am Vorproduzieren, ne? Weil gerade Wochenende ist und ja, also von daher, weiß ich nicht so genau. Ich überlege mir das zwischen den Folgen nochmal. Und naja, ihr werdet es in der nächsten Folge erfahren, auf jeden Fall, ne? Aber wir sehen uns auf jeden Fall nochmal hier. Ich mache an dieser Stelle hier Feierabend. Und ich hoffe, dass wir uns hier an der Stelle in der nächsten Folge wiedersehen. Meine Freunde, ich hoffe, euch hat es genauso einen Spaß gemacht wie mir, ne? Das Ganze hier zu looten, Schalker-Boxen zu haben jetzt und paar Schalker geklatscht zu haben und so weiter. Alles richtig nice. Und wenn es euch genauso gefallen hat, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Däumchen nach oben, ne? Ihr wisst das. Kommentiert natürlich wie immer auch sehr, sehr gerne und fleißig. Auch mit Feedback zu allem Möglichen. Was haltet ihr vom End und so weiter, ne? Whatever. Lass ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast. Dann kannst du nichts Neues mehr verpassen. Und wenn du zusätzlich noch das Glöckchen aktivierst, dann wirst du sogar über jedes neue Video, was ich hier online stelle und alles andere,
was auf meinem Kanal passiert, benachrichtigt. Alles völlig kostenlos und nur ein kleiner Klick. Bleibt mir gesund, Freunde, und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Jens.